Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meiner kleinen Videolesung, in der ich euch mein neues Buch Darker Things ein bisschen näher vorstellen möchte. Ja, ganz kurz zu mir, ich bin Katja Ammon. Wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, komme ich aus der Schweiz, genauer gesagt aus Basel. Und genau in dieser Stadt spielt eben Darker Things auch. Neben Handlungsorten aus Basel werdet ihr aber auch ein paar geschichtliche Details der Stadt wiederfinden in dem Buch. Das Wichtigste eigentlich ist das historische Erdbeben 1356, das damals fast die ganze Stadt zerstört hat und interessanterweise aber eben fast keine Todesopfer gefordert hat. Da hüpft natürlich das Autorenherz und riecht wieder irgendwelche Verschwörungen. Aber was jetzt genau dieses Erdbeben mit dem Buch zu tun hat, das müsst ihr dann schon selbst nachlesen. Ja, ganz kurz, um was geht es in dem Buch? Es geht um Leila, das ist die Hauptfigur. Und sie entdeckt eben die Existenz einer dunklen, zerfallenen Parallelwelt. Aber ehe sie überhaupt weiß, was mit ihr geschieht oder um sie herum geschieht, wird sie auch schon verfolgt von merkwürdigen Leuten, von einer Zunft der Mächtigen, die sich eben auf die Fahne geschrieben hat, die Welt oder die Menschheit vor diesem Dunklen, vor diesem Bösen, was aus der Parallelwelt droht, zu beschützen. Ja, nun weiß aber Leila überhaupt nicht, was sie eigentlich damit zu tun hat und es ist nun halt ihre Aufgabe, das herauszufinden. Ja, dann werde ich gleich mal einsteigen mit dem ersten Abschnitt, bevor ich euch dann Leila noch ein bisschen näher vorstelle. Zusammen mit Endra verließ ich das Klassenzimmer. Wieder ein Tag geschafft, zumindest den schulischen Teil davon. Hey Mädels, tönte es von hinten. Ich schaute mich um. Mein Ex löste sich von der Wand neben der Tür. Hat er da gewartet? Wir gehen noch zum Rhein, bisschen chillen, Musik hören und so. Er zwinkerte mir zu, als er auf uns zukam. Auch Endra drehte sich um. Bestimmt lag der gleiche dämliche Ausdruck auf unseren Gesichtern. Ich räusperte mich und folgte ihm mit dem Blick, als er an uns vorbei ging und sich zwischen uns und der Treppe aufbaute, die in die Eingangshalle führte. Oh nein, richtig! Er holte mit dem Arm aus und fasste sich theatralisch an die Stirn. Leila kann ja gar nicht, sie muss Wände schrubben. Er trat zur Seite und verbeugte sich tief, um uns den Weg zum Treppenabgang zu weisen. Sehr witzig, fauchte ich und ging an ihm vorbei. Natürlich stand seine Clique schon an der obersten Stufe versammelt und beobachtete das Schauspiel. Allen voran Zacharias oder Zecke, wie Indra ihn nannte, weil er ihr krankhaft nachgestellt hatte, als Lars und ich noch zusammen gewesen waren. Nun war die große Liebe verflogen, genau wie bei Lars. Marie war natürlich auch da. Sie hielt sich in letzter Zeit immer in Lars Nähe auf. Tja, Babe, nächsten Sommer vielleicht. Abrupt blieb ich stehen und drehte mich wieder zu ihm um. Sein fieses Grinsen brannte sich in mein Gedächtnis. In der Gruppe bist du stark, was? Sagte ich und zwang mich, ihm in die Augen zu schauen. Das ist echt armselig, Lars. Ich habe dich anders kennengelernt. Er verzog den Mund, während sein Blick finster wurde. Deine Aktion war auch ganz schön armselig, Leila, sagte er, meine Stimme nachäffend. Dem wusste ich leider wenig entgegenzusetzen, außer einem noch armseligeren, ich war das nicht. Punkt für dich, murmelte ich. Endra stand mit zusammengepressten Lippen neben mir. Ich berührte sie am Arm zum Zeichen, dass es Zeit wurde zu gehen. Den Blick stur gerade ausgerichtet, ging ich an der Meute vorbei die Stufen hinunter. In der großen Halle angekommen, ging das Gelächter in unserem Rücken allmählich in der Geräuschkulisse der nach Hause strebenden Schülerschar unter, in der wir nun auch vor den Blicken der Gruppe abtauchten. Ich würde ihm den Kopf ja sowas von waschen. Du brauchst nur etwas zu sagen, sagte Endra.
Das würde doch nichts bringen. Meine Freundin seufzte. Ich weiß, das Karma wird es auf seine Weise regeln. Ja, wie wir sehen, hat Leila auch schon zu Beginn des Buches ein paar kleinere oder größere Problemchen. Sie ist ja ein sehr rebellischer Charakter, der sich nicht so gern den gesellschaftlichen Normen unterordnet. Und so hat sie auch schon einiges angestellt, was man vielleicht besser nicht getan hätte. Bis anhin ist sie aber eigentlich immer mit einem blauen Auge davon gekommen, bis jetzt eben einer Tat überführt wurde, die sie eigentlich gar nicht getan hat. Sie wird nämlich beschuldigt, über ein Graffiti gesprayt zu haben, das eben jetzt dummerweise auch noch ihr Ex, also der Lars, legal an eine Wand sprayen durfte. Und so wurde sie jetzt verurteilt und muss Sozialstunden ableisten. Das tut sie beim Tiefbauamt und hilft denen dabei, eben Wände von illegalen Tags und Schmierereien und Graffitis zu befreien. Ja, und wie Lars das auch schon ganz richtig bemerkt hat, ist das, nimmt das eigentlich die Großzeit ihrer Freizeit in Anspruch. Und so ist sie jetzt auch nach der Schule wieder unterwegs dorthin und wird heute an diesem Abend zu ein bisschen außerhalb zu einem Haus geschickt, das aber schon komplett zerfallen ist eigentlich und der Garten ist komplett zugebuchert. Auch das Haus ist irgendwie voll bewachsen mit Efeu und ist eigentlich ziemlich unheimlich und man fragt sich zu Recht, wer dort eigentlich eine Wand reinigen möchte und warum. Aber Leila ist das im Moment egal, sie macht das jetzt halt einfach, wird dann auch von ihrem Betreuer dort allein gelassen. Das ist am Anfang, ist ihr das ganz recht, doch mit der Dämmerung wird es da auch immer ein bisschen unheimlicher. Und schlussendlich taucht da auch noch ein komischer Typ auf, der sie da unbedingt weghaben möchte. Mein Herz pochte schneller. Instinktiv tastete ich nach dem Handy in der Gesäßtasche. Hinter der halb zerfallenen Trennwand hörte ich nun Schritte und löste mich von dem Fenster. Wie gebannt starrte ich auf die Mauerreste, hinter denen sich nun eine dunkle Gestalt abzeichnete. Sein Gesicht war unter einer Kapuze verborgen. »Was wollen Sie?« »Pack dein Zeug zusammen und verschwinde«, sagte er und kam noch einen Schritt näher. Ich wich zurück, stolperte dabei rücklings über den Zweitritt und verlor das Gleichgewicht. Alles in mir verkrampfte sich in Erwartung des Aufpralls. Doch der kam nicht. Stattdessen schnürte mir der Griff des Typen die Blutzufuhr im Oberarm ab, als er mich im Sturz packte und mich so auf den Beinen hielt. Dabei rutschte ihm die Kapuze vom Kopf. Meine Augen weiteten sich, als ich die daumendicke Narbe erblickte, die von der Stirn über die Nasenwurzel verlief und auf der linken Wange unter dem Schal verschwand. Shit, was war denn da passiert? Ich ballte die Fäuste. Mit den Fingerkuppen ertastete ich die Narben auf meinen Handflächen, die mir immer als schlimm, als verunstaltend vorgekommen waren. Jetzt kam ich mir blöd vor deswegen. Es waren nur die Handflächen, für kaum jemanden sichtbar, nicht so wie bei ihm. Und er war noch jung, höchstens ein paar Jahre älter als ich. Sein Blick schien mich einen Moment lang zu durchbohren, bevor er mich abrupt losließ und die Kapuze wieder hochzog, um sein Gesicht darunter zu verbergen. »Verschwinde jetzt«, zischte er und trat zurück. »Ich sage es nicht nochmal.« Ich atmete tief durch. Ich wusste nicht, ob es das Alter war oder die Narbe oder das Verhalten, das mir seine Verletzlichkeit offenbarte. Auf jeden Fall wurde ich mutiger. »Wow«, sagte ich, »du hast mir gar nichts zu sagen. Oder gehört das Haus etwa dir?« »Nein, ich bin hier nur der Gärtner«, imitierte er meinen schnippischen Tonfall. »Entweder du gehst freiwillig oder ich schaff dich hier weg, ganz einfach.« »Okay«, stellte ich klar, »als Gärtner kannst du das vielleicht nicht wissen, aber ich habe den Auftrag des Besitzers, diese Wand zu reinigen.
Er lachte auf. Ja, klar, schau dich mal um. Ja und? Das Haus ist eine Ruine. Wer soll bitte Geld dafür ausgeben, Wände zu reinigen, die man sowieso einreißen muss? Das ist mir doch egal. Ich ging zum Scheinwerfer hinüber. Es tut mir ja leid, wenn ich deine Tags wegmachen muss. Übe deine Unterschrift gefälligst woanders. Damit schaltete ich das Licht ein. Mein Leben hängt nun mal davon ab, dass diese Wand sauber wird. Der Typ hechtete auf mich zu, entriss mir den Strahler und trat die Birne kaputt. Es puffte, dann klirrten Scherben auf den Boden. Bist du wahnsinnig geworden? Fuhr er mich an. Ich starrte auf den Elektroschrott. Sekunden vergingen, ehe ich mich wieder gefangen hatte. Bin ich wahnsinnig geworden? Rief ich und schnappte nach Luft. Was meinte der eigentlich, wer er war? Der Kleidung nach zu urteilen, vermutlich ein Ninja-Krieger oder so. Du hast gerade meine Lampe kaputt gemacht. Er trat so nahe an mich heran, dass ich die Wärme seines Körpers spürte. Der Duft aus Leder und Waschmittel schmeichelte meiner geschundenen Nase, bevor er mir eine Hand auf den Mund legte. Mit der anderen hielt er mich am Oberarm fest, sodass ich nicht zurückweichen konnte. Dein Leben, sagte er betont, aber leise, hängt davon ab, dass du jetzt verschwindest. Ja, Leila bekommt nun doch ein bisschen kalte Füße, was ich ehrlich gesagt auch verstehe. Sie ist da allein außerhalb der Stadt in einem verlassenen Haus und dieser vermummte Typ bedroht sie da. Also packt sie ihre Sachen schlussendlich zusammen und geht nach Hause. Ihr großes Problem ist aber, dass die Wand halt noch nicht sauber ist. Also da waren drei Tags drauf, so Unterschriften von Graffiti-Künstlern. Und das eine hat sie halt noch nicht geschafft. Zudem hat sie auch ein bisschen Angst, dass der Typ, der da eben so vermummt herumrennt, ein Sprayer ist. Weil etwas Legales hat er ganz bestimmt nicht vorgehabt. Und sie macht sich jetzt ganz verrückt zu Hause, telefoniert auch noch mit Endra. Und schlussendlich träumt sie auch noch von riesigen, monströsen, mehrfarbigen Graffitis, die jetzt plötzlich diese ganze Wand überspannen. Und schlussendlich beschließt sie halt, am nächsten Morgen ganz früh aufzustehen und nochmal zu der Villa zu fahren und die Wand fertig zu reinigen. Weil sie möchte halt auf gar keinen Fall, dass dann der Betreuer irgendwie herausfindet, dass da die Arbeit nicht erledigt ist und sie einfach abgehauen ist. Im Innern der Ruine war es einiges dunkler als draußen und meine Augen stellten sich nur langsam auf die neuen Lichtverhältnisse ein. Nachdem ich die Sachen abgestellt hatte, schaute ich mich um. Kein monströses, mehrfarbiges Graffiti. Meine Muskeln entspannten sich und ich zog die Trittleiter unter den letzten roten Tag. In einer Hand das Gel und die Bürste stützte ich mich mit der anderen an der Mauer ab, um hochzukommen. Nur um zu merken, dass dass die Handschuhe noch in dem Eimer lagen. Also stieg ich wieder hinunter und wollte mich schon zu den Hilfsmitteln umdrehen, als ich stockte. Ich trat ein paar Schritte zurück. Das konnte doch jetzt nicht wahr sein. Das war doch eben noch nicht da gewesen. Ein Bild in feinen Grau- und Blautönen, kaum vom Putz zu unterscheiden, überspannte die gesamte Wand. Es zeigte eine zerfallene Stadt, perspektivisch korrekt und total detailgetreu. Das war Basel, mit der mittleren Brücke, deren Steinbögen den Rhein überspannten, und dem Münster mit den zwei Türmen. Aber die meisten Häuser waren zerstört, wie nach einer Apokalypse. Ich stand einfach da und staunte. Eigentlich hätte ich den Ninja ja anzeigen wollen, aber das hier war eine andere Liga von Graffitis. Von wegen üben, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Und eigentlich wollte ich das gar nicht wegmachen. Das war ein Kunstwerk. Ich spürte beinahe Ehrfurcht vor seinem Können. Bis mir bewusst wurde,
was das nun für mich bedeutete. Schrubben, schrubben, schrubben. Und das schnell, wenn ich nicht wieder einen Eintrag im Absenzenheft riskieren wollte. Mir blieb also maximal eine halbe Stunde und die ganze verdammte Wand war voll. Hätte er sich nicht einen anderen Ort suchen können? Idiot! Resigniert streifte ich mir die Handschuhe über und machte mich erstmal an den Tag. Ich ließ das Gel etwas länger einwirken. So ging das Zeug mit der Bürste einigermaßen gut ab. Doch dann kam ich zur graublauen Farbe und da ging gar nichts mehr. Ich ließ das Gel einwirken, massierte, bürstete, nahm noch mehr Gel und fing von vorne an. Aber die Farbe ging nicht mal in homöopathischen Dosen ab. Am Ende versuchte ich es aus lauter Verzweiflung einfach mit Wasser, aber nichts half. Dieser Lack oder was immer das war, saß fest wie die Maserung des Putzes selbst. Ich stieg von der Trittleiter hinunter und musterte die Wand. Erst das Klingeln des Handys. Ich holte mich aus der Starre. Es war Indra. Er hat es getan, rief ich in den Lautsprecher, und ich bekomme das Zeug nicht mehr runter. Was soll ich denn jetzt tun? Shit, echt? Wo bist du denn? Noch immer in der Villa. Ich komme dir helfen. Die Schule beginnt gleich. Adresse. Indra, du musst das nicht machen. Gib mir einfach die Adresse. Ich lächelte, typisch meine Freundin. Widerrede war zwecklos. Also gab ich ihr die Straße durch und setzte mich auf die Treppe vor dem Eingang. Wenig später kam sie den Hügel hinaufgeradelt. Ich erhob mich und ging auf sie zu. Du bist so ein Schatz, danke, dass du gekommen bist. Ist doch klar. Nein, betonte ich, ist es nicht. Sie lächelte und zog mich in die Arme. Jetzt zeig mir mal das Übel. Ich führte sie in den vorderen Raum der zerfallenen Villa. Indra schaute sich um. Okay, wo ist nun dieses Bild? Fragte sie und grinste mich an, während ihre Augen die Wände absuchten. Na da, sagte ich und zeigte auf die fensterlose Mauer vor ihr. Indra schaute mich mit großen Augen und einem entrückten Grinsen im Gesicht an, als ob sie darauf wartete, dass ich in Gelächter ausbrach. Aber das tat ich nicht und ihr Grinsen erstarb. Du meinst das ernst? Stellte sie fest. Aber ich schaute von Indra zum Bild und zurück. Siehst du das nicht? Das graublaue Zeug da? Da ist nichts, Leila. Sie schüttelte den Kopf. Da ist alles sauber. Sie ging ein paar Schritte daran entlang auf und ab. Okay, hier sieht man, dass du was weggemacht hast. Aber das kann man wohl nicht vermeiden. Meinst du das? Ich schluckte, konnte meine Augen nicht von dem Bild nehmen, von den zerstörten Häusern, die mir eine Gänsehaut bereiteten. Sie sah es nicht. Warum sah sie es nicht? Tja, mit dieser Frage bin ich auch schon am Ende meiner kleinen Lesung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf das Buch. Falls ja, wisst ihr ja, wo ihr weiterlesen könnt. Ja, damit möchte ich mich verabschieden und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis ein andermal. Tschüss!